Heute sind wir mit den sächsischen Schmalspurbahnen zwischen Oberrittersgrün und Grünstädtel unterwegs. Mal wieder auf der Modellbahnanlage. Wir beginnen die Reise am Bahnhof Grünstädtel. Hier gibt es Normalspur- und Schmalspurgleise und hier stehen auch allerhand Züge, denn hier ist die Anlage zu Ende. Beim genaueren Betrachten sieht man, dass die Züge nicht nur stehen, sondern auch fahren. Hier kommt eine Normalspurlok samt Wagen und, genau, der Wagen wird auf einen Rollwagen verladen, damit er seine Reise auf den Schmalspurgleisen antreten kann. Na gut, es geht noch nicht sofort los. Denn vor der Abreise nach Oberrittersgrün müssen noch weitere Wagen angekoppelt werden und dann kann es losgehen über ein besonderes Gleis, ein Dreiwegegleis. Vorbei an kleinen Bahnhöfen. Bis der Zug dann am Zielbahnhof ankommt. Die Lok fährt jetzt erstmal zum Wasserkran vor dem Lokschuppen, denn sie braucht eine neue Ladung Wasser. Anders sieht es vor der Toilette aus. Da heißt es anstehen. Hoffentlich schafft die Frau den Zug noch, denn die Lok ist voll betankt und macht sich auf den Weg zu den Wagen, mit denen sie zurück nach Grünstädtel fährt. Im Zentrum der Anlage befindet sich ein großer Normalspurbahnhof. Hier macht sich kurze Zeit später ein Zug auf den Weg nach Grünstädtel. Er kommt auf dem gleichen Gleis angefahren wie die Schmalspurbahn. Zum Glück ist es ein Dreiwegegleis. Also dann, genießt das Wochenende, egal ob mit oder ohne Eisenbahn. Und schaut mal bei dem anderen Video zu dieser Anlage vorbei, falls ihr es noch nicht getan habt.